Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tesla Olli. Ja, ich habe eine neue Seite im Internet entdeckt, einen Marktplatz für gebrauchte Elektroautos. Das heißt, es gibt dort Menschen, die gebrauchte Elektroautos anbieten, respektive auch ihr könnt dort, wenn ihr euer Elektroauto wieder verkaufen wollt, anbieten. Das ist jetzt eigentlich gar nichts Neues, weil das gibt es ja schon länger. Ihr kennt das von Autoscout24 oder mobile.de. Die Besonderheit bei dieser Seite ist, dass es ausschließlich batterieelektrische Fahrzeuge sind und rund um das Thema Elektromobilität auch noch weitere Informationen zu gebrauchten Fahrzeugen etc. pp. Kommuniziert werden. Und was das alles beinhaltet und wie das alles ausschaut, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, ich habe uns da mal einen Webbrowser geöffnet. Und als Startseite habe ich da immer Google und gebe hier mal ein e-autos.de. Das ist nämlich die Seite, die ich euch heute gerne vorstellen möchte, www.e-autos.de. Da öffnet sie sich auch schon. Und bevor ich hier mit den ganzen Funktionen losstarte, würde ich euch gerne mal das Unternehmen ganz kurz vorstellen. Es handelt sich hier nämlich um ein Dresdner Startup aus der Dresdner Neustadt, besteht momentan aus 5 handelnden Personen rund um den CEO und Founder Ronny Blochwitz, die sich dann Mitte 2018 mal zusammengefunden haben, um ihren Teil zur Mobilitätswende beizutragen, indem sie eine zentrale Online-Plattform schaffen, einen Marketplace, wo Menschen dann ihre Elektroautos anbieten können, neu als auch gebraucht. Und rund um diese Marketplace Elektroautos haben sie auch noch Informationsseiten geschaffen, wo man alles um das Thema Elektroautos, News, Wissen, die Autos, die am Markt sind und deren Spezifikationen da halt widerspiegelt. Und das finde ich ist eigentlich eine ganz klasse Geschichte, dass man da Menschen, insbesondere die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Elektroautos haben, die von einem konventionellen Verbrenner sich überlegen, ein Elektroauto anzuschaffen, halt auch allumfassend halt informiert. Und das ist auch einer der Gründe. Ich unterstütze ja sehr gerne Startups, damit sie ihren Weg in den Markt noch stärker finden. Und ja, das als kurzer Einstieg. Ja, aber gehen wir zunächst mal chronologisch durch die Menüstruktur. Ihr seht unter dem Logo da im Prinzip den Startseiten-Button und habt dann hier das Menü E-Autos kaufen. Da sind auf diesem Marketplace abgebildet Elektroautos, Elektro-Zweiräder, Mikrofahrzeuge, Nutzfahrzeuge und Ladetechnik. Darüber hinaus gibt es als zweites Feld E-Auto verkaufen, das heißt auch ihr könnt privat als auch gewerblich euer E-Auto über diese Plattform zum Verkauf anbieten. Dritter Punkt ist ein E-Shop, wo ihr die Möglichkeit habt, rund um das Thema Elektroauto, Ladeequipment, Dinge einzukaufen. Der vierte Punkt ist das Thema Elektroautos selber, wo ihr Informationen zu den einzelnen Elektroautos hier nochmal im Überblick bekommt und auch spezifisch für jedes einzelne Elektroauto en Detail. Der fünfte Punkt ist dann E-News, wo die Seite dann immer so die aktuellen Neuigkeiten aus der Elektromobilität abbildet. Und last but not least als sechster Punkt E-Wissen. Sehr, sehr umfangreich, gerade für diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Elektroautos haben, haben hier die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Kostenvergleich, E-Auto-Verbrenner, Vorteile von Elektroautos, Förderung für Unternehmen, für Privatpersonen, Akkus, die Hersteller, wie lädt man ein Auto, wie kann man ein Auto umrüsten, wie funktioniert eigentlich das Elektroauto? Ja, die Geschichte der Elektromobilität, ein Lexikon und FAQ. Ja, puh, das erschlägt einen. Darüber gibt es auch noch einen Begriff zum Suchen. Das heißt, wirklich mal eine Seite, die mehr als nur eine reine Verkaufsplattform darstellt, ein Marketplace, sondern wo man auch allumfassendes Wissen sich dann nochmal vertiefen oder auch aneignen. Ja, aber beginnen wollen wir natürlich mit dem Bereich E-Auto kaufen. Das interessiert euch ja somit am meisten.
Es war ja auch ein Wunsch von euch aus der Community, nicht nur neue Autos zu zeigen, sondern halt auch ein bisschen was im Gebrauchtwagensegment für die Community zu tun, was ich gerne mache. Euch da versuche auch immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, wo kriegt man die interessantesten Angebote. Wir gehen hier mal auf das Feld Elektroautos. Was mir einfach gefällt auf dieser Seite ist halt diese klare Übersicht. Links haben wir die Inseratsfilter, alle Elektroautos spezifisch. Und rechts haben wir im Prinzip abgebildet dann die entsprechenden Angebote, was ich halt richtig klasse finde, wenn man hier zum Beispiel sagt, man möchte das bedarfsgerecht filtern, dann hat man halt hier die Möglichkeit, sich eine entsprechende Akkugröße herauszusuchen. Ich sage jetzt einfach mal, wir suchen ein Auto zwischen 25 Kilowattstunden in der Mindestgröße und maximal soll das Auto als Beispiel jetzt mal 65 Kilowattstunden Akku haben. Ja, dann möchte ich vielleicht ein Auto haben, was maximal irgendwie 15.000 Kilometer gelaufen hat. Das kann ich hier natürlich auch sehr schön selektieren. Ja, vielleicht habe ich auch ein Preislimit, wo ich sage, Mensch, ich möchte nicht mehr ausgeben als beispielsweise 30.000 Euro. Das kann ich natürlich hier auch sehr gut selektieren. Und ich möchte natürlich auch, weil ich irgendwie eine gemischte Strecke fahre, also nicht nur innerstädtisch zur Arbeit pendle, sondern auch mal damit in den kleinen Urlaub, Wochenendurlaub fahren möchte oder zu Verwandten, brauche ich Schnellladefähigkeit. Und jetzt seht ihr schon, hat sich das Ganze hier selektiert. Ihr könnt hier auch noch zum Beispiel auswählen, ob ihr das Auto bei einem Händler kaufen wollt oder bei einer Privatperson. Das lassen wir mal unverändert. Er zeigt dann immer die neuesten Angebote ein. Ich würde vorschlagen, wir sortieren das mal preisaufsteigend. Hier sieht man im Prinzip als erstes schon so ein Skoda Citygo EV und für 17.200 Euro. Und dann geht das weiter über einen E-Golf, eine Renault Zoe etc. pp. Ein Hyundai Ioniq. Hyundai Kona, also ihr seht, hier ist schon eigentlich eine recht große Auswahl dann an Fahrzeugen. Ja, wenn man dann das passende Fahrzeug für sich entdeckt hat, dann kann man sich auch das Inserat anschauen, indem man hier einfach auf das Inserat dann halt eben auch geht, hat dann hier die Möglichkeit, sich halt auch Bilder von dem Fahrzeug anzuschauen. Hier ist der Verkäufer eine Privatperson, das Auto ist ca. 2 Jahre alt, hat 9.000 Kilometer gelaufen. Man sieht auch immer die Reichweite nach WLTP und die Akkukapazität. Der Verkäufer scheint hier Uli zu heißen. Das ist auch ein sympathischer Name. Dargestellt sind hier auch dann Bruttolistenpreise, Verkaufspreise, die Verfügbarkeit. Und dann halt auch die entsprechende Ausstattung. Ein bisschen Basisdatenwissen zu den technischen Daten, Energieverbräuchen, Fahrleistungen. Das ist eigentlich, wie ich finde, hier alles richtig klasse auf eautos.de und dann abgebildet. Und natürlich hat man auch die Möglichkeit, entsprechend den Verkäufer eine Nachricht zu schicken. Man muss seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse und die Nachricht selber an den Uli hinterlassen. Und dann kann man mit ihnen persönlich in Kontakt treten und alle weiteren Details zum Auto besprechen. Man hat hier oben auch rechts die Möglichkeit, zum nächsten Inserat sich weiter zu klicken. Das war ja die Renault Zoe ZE50 Intense. Ist auch ein privates Angebot. Das Auto ist noch relativ jung, aus November 2019. Und auch hier hat man dann die entsprechend hochgeladenen Bilder, die Ausstattung und natürlich auch die technischen Daten zu dem Fahrzeug selber. Gut finde ich auch, dass man hier Energieverbräuche hat, auch wenn die sicherlich in der Realität abweichen. Man hat auch Ladegeschwindigkeiten irgendwo hier abgebildet und welche Ladefähigkeit das Auto besitzt, wie groß der Akku ist. Das sind eigentlich ganz gute Übersichten hier. Hier hat jeder auch die Möglichkeit, unzählige Bilder einzustellen. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so lange dauert, bis die Bilder geladen sind. Vielleicht liegt es auch an meiner ländlichen Internetverbindung. Und sollte man eigentlich, finde ich, rund um das Thema, ich möchte ein
E-Auto kaufen, eine sehr schöne Auswahl hier auf eautos.de und alles halt auch Elektroauto-spezifisch. Ja, kommen wir jetzt vielleicht zu dem Bereich E-Auto verkaufen und gehen hier mal drauf. Hier habt ihr die Möglichkeit, euer Elektroauto, Elektromotorrad, Quad, Zubehör etc. pp. Auch zu inserieren. Gebt euren Verkäufernamen an, wählt das Inseratsmodell. Momentan gibt es nur kostenlose Verkaufsmöglichkeiten. Gebt hier ein paar Daten, ein Vorname, Nachname, E-Mail etc. pp. Und könnt dann hier einen entsprechenden Account eröffnen, um ein Verkäuferkonto einzurichten und Direktkontakt dann halt auch zu Kaufinteressenten über eautos.de aufzubauen. Ja, ich würde sagen, als nächstes machen wir mal den Bereich Elektroautos. E-Shop komme ich ganz am Ende nochmal dazu und klicke mal auf Elektroautos. Hier findet ihr eine Übersicht, könnt vorab auch schon mal, wenn ihr das Fabrikat selektieren wollt, auch wieder hier bestimmte Filter ansetzen, Reichweite, Leistung, Bruttolistenpreis, um euch da mal einen Überblick zu den einzelnen Elektroautos zu verschaffen. Man fängt beim BMW i3 an, Nissan Leaf, erste, zweite Generation, Tesla Model S. Ihr seht hier jede Menge Auswahl, auch Smarts sind dabei, alte wie neue Elektroautos, und das finde ich eigentlich sehr, sehr cool, und dass man hier sich schon mal Informationen einholen kann. Gehen wir einfach mal auf Jaguar I-Pace, ein sehr spannendes Elektro-SUV aus England, und hat hier im Prinzip mal sämtliche Dinge rund um das Auto dargestellt, einen sogenannten Faktencheck auch, Preise, Fahrzeugdetails etc. pp. Könnt ihr alles aufrufen, und das finde ich ist einfach eine ganz gute Geschichte, dass man sich vorab auch mal über Elektroautos, die einzelnen Marken, die einzelnen Unterschiede da en Detail informieren kann, und das auf einer Seite wie eautos.de, wie ich finde, eine klasse Übersicht, und so kommt man auch seinem Auto, was man sich vielleicht zukünftig vorstellt, ein ganzes Stück näher. Ja, als nächsten Punkt schauen wir uns mal die E-News an, was sich hierunter verbirgt auf der Seite. Und ja, hier haben wir alle Themen rundum, alle aktuelle Elektroauto-News. Ihr seht, das ist auch relativ aktuell, weil der Skoda Enyaq ist ja jetzt in der letzten Woche auch erst präsentiert worden. Das heißt, die Seite hier wird auch sehr, sehr zeitnah aktualisiert. Ihr seht, das ist ein Eintrag vom 2. September. Also hier wird eigentlich jeden Tag irgendeine neue Information rund um das Thema Elektromobilität hinzugefügt. Das gefällt mir richtig gut. Hier hat man ja richtig klasse Elektroauto-News. Und ja, auch hier bietet die Seite halt unabhängig vom Kaufen oder Verkaufen halt viele, viele Informationen rund um die Welt der Elektroautos. Ja, der letzte Reiter hier in der Liste ist der Bereich E-Wissen. Den habe ich euch ja ganz am Anfang schon mal so grob vorgestellt. Wir gehen einfach mal auf einen Untermenüpunkt. Die anderen könnt ihr euch natürlich auch alleine dann anschauen, dass man einfach mal hier sieht, was unter E-Wissen sich verbirgt. Hier ist beispielsweise mal eine Renault Zoe Life 110 ZE40 verglichen worden mit einem VW Polo Trendline, also einem typischen Verbrenner, und hat hier einfach mal einen Kostenvergleich gemacht, indem er die Kostenarten benennt und dann am Ende da auch differenziert. Oder beispielsweise halt auch ein Tesla Model 3 mit einem 3er BMW verglichen. Und ja, so habt ihr hier verschiedene Themen rund um das Elektroauto-Wissen, wo ihr eure Informationen vertiefen könnt. Für viele sind ja immer die Förderungen dann halt auch interessant für die Privatpersonen, gerade jetzt aus der Aktualität mit der Verdopplung der Förderung, aber halt auch dem Bereich, welche steuerlichen Vorteile ein Elektroauto bietet etc. pp. Was vielleicht in der ganzen Sammlung noch fehlt, vielleicht
habe ich es aber auch einfach nur übersehen, ist der Bereich Versicherungen. Das ist ja auch immer bei euch ein ganz, ganz wesentliches Thema, wo ich öfter mal gefragt werde, Mensch, Tesla Olli, hast du vielleicht eine Empfehlung für eine Versicherung? Und inzwischen habe ich festgestellt, dass die klassischen Kfz-Versicherer auch inzwischen sehr attraktive Angebote haben für Elektroautos. Das heißt, man kann auch zunächst erstmal schauen, ob die Versicherung, wo man jetzt mit seinem aktuellen Auto versichert ist, nicht auch eine spezifische Versicherung für das dann anzuschaffende Elektroauto hat und da vielleicht auch ein interessantes Kaufversicherungsangebot. Ja, als letztes wollen wir uns ja nochmal den E-Shop anschauen, hier ganz in der Mitte der Menüauswahl, und gehen da mal drauf. Öffnet sich auch eine Unterseite, shop.e-autos.de. Akzeptieren hier mal die Cookies. Ja, und haben hier dann eine verschiedene Auswahl an Möglichkeiten, was wir einkaufen können. Also vom klassischen Ladekabel über mobile Ladestationen, als auch Zubehör, Wallboxen findet ihr hier in dem Shop. Und ja, allgemein hat man hier mal eine Produktübersicht. Ihr seht das, was sich halt hier alles Schönes verbirgt. Habt aber auch einen kleinen Ratgeber über Ladesysteme, Steckerübersicht, Ladezeitenübersicht etc. pp. Ja, eigentlich dann nochmal eine ganz nette Abrundung. Da müsst ihr mal nachschauen, ob das Angebot, was hier gegeben ist, dann halt auch auf eure Bedürfnisse. Ja, dann sind wir eigentlich mit den meisten Themen auch schon durch. Das Einzige, was ich hier noch gefunden habe, ist hier so ein bisschen versteckt in der Mitte. Und zwar der Bereich Flottenberatung. Ihr seht das hier. Hier gibt es wohl verschiedene Möglichkeiten, irgendwelche Pakete zu machen. Ja, hier habe ich noch gar keine Untermenüauswahl gefunden, weil wenn ich hier draufklicke, dann kommt hier eine Fehlermeldung. Das scheint was Neues zu sein, was sich noch gerade im Aufbau befindet, dass man hier auch dann die passenden Elektroautos für seine Unternehmensflotte da halt entsprechend findet und hier alle Informationen, Angebote bekommt und auch eine Beratung zu diesen Dingen. Das finde ich natürlich in der Ergänzung dann auch ganz klasse. Ich bin ja selber auch Unternehmer und habe einen kleinen Fuhrpark und ja, das ist immer mal wieder auch interessant, sich da halt auch entsprechend zu informieren. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir alle wesentlichen Dinge hier rund um E-Autos auch schon gemeinsam entdeckt. Und ja, ich bin gespannt in den Kommentaren, was ihr zu der Seite sagt. e-autos.de. Ja, das war eine weitere Folge von Tesla Olli. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, sie hat euch Spaß gemacht, da mit mir gemeinsam mal drüber zu schauen. Ich finde die Seite unheimlich spannend, weil sie sich halt rund um batterieelektrische Fahrzeuge dreht. Ist ein kleines Startup aus Dresden und neu am Markt und mal interessant zu sehen und zu verfolgen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so gut gefallen wie mir und würde mich freuen, wenn ihr das mit einem Daumen hoch bewertet. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr Teil der Tesla-Olli-Community werden würdet und ein Abo dalassen würdet und vielleicht auch das kleine Glöckchen läutet, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja, und ansonsten bedanke ich mich einfach fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und sage stay tuned bis zur nächsten Folge von Tesla-Olli. Ciao, goodbye.